Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part vom Let's Play Fire Emblem 7 mit mir, Semnin. Letztes Mal hatte ich ja den Cliff dabei, heute bin ich wieder allein. Ich versuche aber jetzt eigentlich in jedem zweiten Part jemanden dabei zu haben. Warum auch nicht? Ich habe vor, ich glaube, zwei Parts gesagt, es kommen keine Questen mehr. Ja, ich war zu blöd, die Übersicht richtig zu lesen, die ich immer zur Hilfe ziehe, weil ich halt doch nicht alles im Kopf habe, aber gern versuchen will, so alles grob zu zeigen. Es gibt noch drei Stück, wenn ich mich gerade nicht verguckt habe wieder. Eine nach dieser. Und die ist komisch zu kriegen. Aber wir versuchen es trotzdem. Die Wüste von Nabata. Ein Ödland beherrscht von sengender Sonne und frostigen Nächten. Kein menschliches Leben wird hier geduldet. Jeder, der sorglos genug ist, sich seiner Umarmung hinzugeben, ist dazu verdammt, auf ewig in den sandigen Weiten umherzuirren. Uta, der Marquis von Ossitia, sprach von einer lebenden Legende. Geführt von seinen Worten macht Eliwood sich in die Wüste auf. Kapitel 22 – Die lebende Legende. Beeil dich, Nils! So heiß! Ich verdurste! Hey, möchtest du, dass ich dich auf meinem Rücken trage? Großer Held! Wie? Das siehst du mich so an! Solche Güte von euch überrascht mich, Lord Hector. Leide ich schon an Fieberträumen? Was soll das denn heißen? Willst du mich verarschen oder was? Mann, ich hatte nur Angst, dass du wieder zusammenbrechen könntest, kleiner Schwächling. Wir fangen mal Tagen. Normalerweise seid ihr so brusk. Kein Wunder, dass er verwirrt ist. Habt keine Scheu, Nils. Lass ihn dir ruhig helfen. Aber... Du wieder geheißen, Junge. Steig auf meine Rücken. Kochend heiße Rüstung, du weißt schon. Ich brauche ein Steak. Wow. Oh, ist das bitteschön. Aber, schon, es ist eine heiße Wüste. Er hat einen blau-schwarzen Eisenpanzer an. Das Ding muss gerade kochen wie Sau und er liegt mit nackten Beinen da drauf. Nils, mein Beileid. Wow. Ich falle! Marcus Vestitia sagte, betretet die Wüste und geht nach Westen. Jemand wird euch treffen. Aber noch haben wir niemanden zu Gesicht bekommen. Ob wir wohl noch weiter in die Wüste vordringen müssen? Ihr mögt recht behalten. Ja. Was? Diese Hitze fordert ihren Tribut von dir. Bitte nimm meinen Arm. Ich kann doch nicht. Das ist unanständig. Oh, jetzt kommt schon. Also gut, verzeiht bitte. Minion, Minion. Stimmt etwas nicht? Es ist eigenartig. Was ist eigenartig? Ihr alle behandelt mein Bruder und mich so normal. Bekümmert euch denn gar nichts? Unsere Kräfte, unser Aussehen, wir sind anders als ihr. Ist es das, was dich bedrückt? Was ist falsch daran, etwas anders zu sein als andere Leute? Wenn ich dich so ansehe, sehe ich nicht andere Leute. Ich sehe Ninjan. Ninjan, Ninjan. Sind ja ein normales, gütiges Pokémon. Entschuldigung, Mädchen. Ich krieg das nicht raus. Sprecht ihr jetzt wirklich wahr? Ja. Lord Eliwood. Oh, sind die beiden nicht süß. Ich glaube, jemand nähert sich uns. Ist es Lord Pent? Der hat verpennt.
Nein, es ist eine Gruppe, die von Uta von Ascythia ausgesandt wurde. Hawkeye wird sie bald finden und hierher bringen. Euer Gefährte durchkämmt noch immer die Wüste. Spaceballs! Dann hat er wohl kein Glück bei der Suche nach dem, was er zu finden hofft. Nein, ich glaube, er wird es schon bald gefunden haben. Allerdings hat sich auch eine Bande von Banditen in Bewegung gesetzt. Sie haben Pent aufgespürt und bereiten sich auf den Angriff vor. Oh, das ist... Seid ihr um meine Sicherheit besorgt? Nein, Lord Pent kann sehr gut auf sich selbst Acht geben. Er wird allerdings seine Rückkehr hierher verzögert. Ja? Wollt ihr nicht euer Abendmahl ohne uns einnehmen? Ich werde auf Lord Pent warten, aber ihr müsst sicherlich hungrig sein. Nicht doch, mein Kind. Lord Athos? Ich habe den Namen vor kurzem mal erwähnt. Was ist los? Ihr seid los, Louise. Ihr seid eine höchst amüsante Frau. Seit Pent euch hierher gebracht hat, hatte ich mehr zu lachen, als in den vergangenen 10 Jahren. Haha, ich bin wirklich dankbar dafür. Und hätte ich einen roten Mantel an, würde man mich für Santa Claus halten. Zwar bin ich mir nicht sicher, ob ich das verstehe, aber es freut mich, euch gedient haben zu können. Ja, das ist mein Humor. Übrigens, die Besucher kommen doch aus Lycia, oder? Ich frage mich, was der Grund ihres Besuches sein mag. Hoher Herr Erzweise, ihr seid so blass. Fühlt ihr euch nicht gut? Wenn es erst begonnen hat, sich zu drehen, kann niemand mehr das Rad des Schicksals anhalten. Das ist keine Antwort auf die Frage. Aber solange es Hoffnung gibt, wird es immer wieder Menschen geben, die es weiterhin versuchen. Sie wissen nichts über die Verzweiflung, die ihnen noch bevorsteht. Lord Illifort? Ninian? Dort drüben, dort wird jemand angegriffen. Bist du dir sicher? Ah, das muss er sein. Sieht aus wie ein einzelner Mann und jede Menge Banditen. Lasst uns ihm helfen. Ich mag es nicht, jemanden dabei zu sehen, wie er versucht, gegen eine Übermacht anzustehen. Adelin, ich komme mit euch. Hey, ihr zwei. Woher nehmen Sie nur Ihre Energie? Unglaublich. Was werdet ihr nun tun? Vorwärts. Man muss mit seinen Freunden mithalten, nicht wahr? Oh, doch jemand anders, als ich gerade dachte. Oh, sieh ja nun diese gütige Seele an, Jasmin. Jasmin? Er wartet ganz allein darauf, uns seine Schätze zu geben. Ach, Paul. Ich glaube, du behältst recht. Welch Großzügigkeit. Es hat mich viele Tage gekostet, dies zu finden. Ich habe zu hart gearbeitet, als dass ich dies euch Strauchdieben überließe. Wie unhöflich. Und dabei hatten wir doch vor, euch am Leben zu lassen. Wir sind sehr fragile Kreaturen. Ihr solltet nicht mit unseren Gefühlen spielen. Wir sind empfindlich. Ihr seid ein böser Mann. Ist er nicht böse, Jasmin? Jasmin ist ein Frauenname. Soweit ich weiß. Oh, Paul, dem stimme ich zu. Das tue ich wirklich. Mein Herz, ich fühle, wie es in meiner Brust zerbricht. Wortgewandte Banditen. Was? Auch das deine, Jasmin? Unser beider Herzen, Paul.
Vorwärts! Wir müssen ihn davon überzeugen, seine Haltung zu überdenken. Ich hege nicht den Wunsch, euch zu verletzen. Gut. Moment, die Prophetie noch. Die muss sein. Die alte perverse Oma muss in jedem Part gezeigt werden. Und dann werde ich kurz mal wieder den Part unterbrechen. Einfach, weil dann so die Vorbereitungen dann kommen und so weiter. Da habe ich es mal ganz anders. Zumindest den Gesprächspart sicher habe und nicht nochmal aufnehmen und nicht schneiden muss. Was ist das? Eine Wüste? Weißt du, die Grenzen einer alten Frau sind schnell erreicht. Ah, ich nehme an, du willst noch eine Weissagung, was auch sonst. Niemand nimmt mich, besucht mich einfach so. Sand, Sand und nochmals Sand, Sand, soweit das Auge reicht. Als sieht, auf dem Rücken eines Pferdes wird es nur langsam vorangehen. Bringe jene, die über den Himmel gleiten können, vor allem die Pegasus-Ritter. Magie wird das Zyklen an der Waage zu deinen Gunsten ausschlagen lassen. Magier, Mönche, Schamanen, alte, tellerlippige Frauen, unterstützt deine Streitmacht durch jeden Gelehrten. Ansonsten kann ich nicht sehen, ich bin nämlich blind. Nein, ich möchte es nicht nochmal hören. Ah, ist das so? Ist das... Oh, das... Nein, 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 ich fange nicht an zu singen. Nun, ich bin mir sicher, wir werden uns sehr bald widersprechen. Ich lese die echt jedes Mal anders, kann das sein. So, das hier habe ich endlich beendet. Gut, dann würde ich sagen, bis gleich, meine Freunde. Hallo Leute, mir geht diese Mission gerade unheimlich auf die Nerven. Woran das liegt? Ich mache sie gerade zum vierten Mal. Oder beziehungsweise mache den Start zum vierten Mal, denn so viel habe ich am Anfang nun mal nicht mitbekommen. Fiora, hast du eine gute Resistenz? Gut, ich werde mal kurz ein bisschen was umstellen. Ich werde Heath, den guten Weihernritter, der eine nicht vorhandene Resistenz hat, und den guten Lucius austauschen. Und ich werde... ist er schon wieder mit dabei? Ist er schon wieder mit dabei? Nein! Ich könnte Nils gerade so unheimlich gut gebrauchen. Moment! Nomaden haben trotz der Pferde einen besseren Grip. Sag ich jetzt einfach mal. So. Karte prüfen. Gut. Formation. Ich habe zwei Probleme auf dieser Map. Das eine nennt sich Pent. Pent ist ein Magier, den haben wir im Intro gesehen. Der steht hier so in dem Bereich, ein Weiser, um genau zu sein. Und tötet alles, was hier so rumsteht. Klaut mir durch die Erfahrung. Ich brauche aber 700 Erfahrungspunkte. Wofür? Für eine Quest. Und die Quest würde ich dann schon gerne machen. Aber bleibt mir ja vielleicht verwehrt, wenn ich Pech habe. Deshalb werden die beiden hier einfach mal tauschen. Und ich werde Pent da rausholen. Und hoffen, dass das die Route hinkriegt. Wenn nicht, tja, dann habe ich ziemlich verkackt. Aber naja, das hättet ihr euch jetzt denken können, so wie ich mich aufrege. Okay, ich versuche ruhig zu bleiben. Es ist gerade nicht mein Lieblingspart. Bin ich mal ganz ehrlich. Der hat sich so ziemlich gerade in die Tiefe meines Hasses gebohrt. Der ist nicht so wirklich groß. Ich bin eher wütend als hasserfüllt. Aber er ist gerade da. Gut. Erg, hier, kill alles, was hier rumläuft, sammle Erfahrung. Entwickle dich und sammle noch mehr Erfahrung. Nein, das Problem ist, ich kann nicht zu viel Erg nutzen, denn Erg kriegt nicht mehr viel Erfahrung. Durch die schwachen Gegner. Durch die starken würde er schon wegkriegen, aber naja. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Gut. Ich brauche diesen Stab, die Barriere. Barriere erhöht meine Magieresistenz. Und da hier so viele Magier rumlaufen und mit Vorliebe den guten Dorkas angreifen, ist das keine schlechte Idee. Töte ihn mit dem Hammer. Auch Dorkas sollte ich eigentlich nicht zu viel benutzen. Aber dann fehlt mir nun mal so ungefähr 3/4 meiner Schlagkraft. Wenn ich den außen vor lasse.
So. Und habe ich wieder so viel Glück wie im letzten. Ja, ich habe so viel Glück wie beim letzten Mal. Aber das Level-Up wird wahrscheinlich nicht halb so gut sein. Na, was sagt sie denn? Okay, 4 Punkte statt 5. Ist okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es ist gut. Eisenaxt, hoffen wir mal, dass es gut geht. Ja, ach, Hector, ich weiß schon, warum ich dich so mag. Du machst viel richtig. Du machst verdammt viel richtig. So. Rev wird hier als Unterstützung mithelfen. Du stürmst mal vor. Du stürmst nicht ganz so weit vor. Eliamut geht nach Süden, denn im Süden wird etwas auf uns warten. Etwas Wichtiges. Oder so mittelwichtig. Gut. Ich bin ganz ehrlich. Ich werde den gegnerischen Zug ein wenig speeden. Und den anderen, da ich es jetzt alles schon mehrfach jetzt durch habe gerade. Und es mir einfach nur auf die Nerven geht, wie Pentir einen nach dem anderen tötet. Und ich hier Probleme habe. Das will man sich nicht unbedingt die ganze Zeit mit ansehen. Ich bitte das zu verzeihen. Natürlich bomben die trotzdem bei ihr einen guten Schaden raus. Das ist das, was ich meinte. Er haut verdammt viel Schaden raus. Gut, hier ist das Wichtige, was ich gerade erwähnt habe. Verzeihung, wenn ich gerade so unglaublich schnell spreche, aber ich dachte, beim Vorsprung passt das, wenn... Und ja, das war wahnsinniger Schwachsinn. Eliamut schafft es nicht ganz bis zu ihm, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, doch, eigentlich schon, aber ich sage jetzt einfach, es ist nicht schlimm, um meine Genervtheit weiter herunterzuspielen. Gut. Er könnte jetzt wahrscheinlich der ganze Truppe auf einmal aufnehmen, das Problem ist, er darf es nicht. Ich bin so schnell auf dem Weg dorthin, wie es mir eben irgendwie möglich ist. Gut, wie kriege ich das Level ab? Bei Axtwerten nicht weiter schlimm. Gut, wen heile ich am besten? Ich heile Hector. Erstens war das verdient. Zweitens, weil er ziemlich auf die Fresse bekommen hat. Hector gehört auch zu den klassischen No-Mind-Charakteren. Also er hat wirklich keine Resistenz. Es hat fast keine Klasse in dem Spiel. Abgesehen von den Pegasus-Reitern. Von denen wir hier welche eine dabei haben. Gut. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Die Kriegachse ist gerade ganz praktisch. Ja, und sie trifft sogar, trotz der relativ geringen Wahrscheinlichkeit. Freut mich sogar sehr. So. Warum ich das Kati gerade weiterverwende? Erstens, weil ich damit kritte, was ich jetzt nicht vermutet hätte. Zweitens, weil ich, falls mich der andere angreift, so eine bessere Chance habe. Und drittens, wenn ich meine Lords auflevele in dieser Mission, und zwar nur in dieser Mission, darum geht es, und sie vielleicht auf ein Gesamtlevel von 50 bringe, kriege ich eine andere Mission, als wenn sie zusammen darunter bleiben. Das heißt, man kann in dem Spiel sowieso nicht alle Einheiten kriegen, bei einem Playthrough. Das ist so, finde ich ein bisschen schade, finde ich immer doof bei Spielen, wenn man sowas macht. Allgemein. Aber, naja, dem ist dann halt so. Kann ich ja auch nicht ändern. Hat er was dabei? Nein, hat, ja. Du holst dir mal von Matthew das Heilmittel. Und setz es auch ein. Genau. Brave Raven. Gut, und Fiora wird hier lang und ebenfalls ein Heilmittel verwenden. Das könnte die Runde ja sogar hinhauen. Wow! Eisenaxt ausrüsten. Gut. So. Hoffen wir mal, dass das gut geht. Oder auch nicht. Gleich wird es einen kleinen Rückzug geben meinerseits. Und ich hoffe einfach, dass ich die Quest
schaffe. Es wird mich ärgern, wenn nicht, aber wenn ich jetzt, dass die Mission jetzt zumindest halbwegs okay hinkriege, reicht mir das ehrlich gesagt schon. Denn es ist ärgerlich, es ist einfach nur richtig ärgerlich im Moment. Apropos ärgerlich, ich hatte ja eigentlich vor, Dorcas, Junge, das will ich nicht nochmal sehen. Ich hatte vor, in dem Part ein bisschen über Heroes of Might and Magic 6 zu sprechen. Und sagen wir mal, das Spiel will mich mehr ärgern als jedes andere, das ich je besessen habe. Nicht nur, dass ich es bereits im Februar bestellt hatte, bei einem Sonderangebot bei Amazon, das in einer ähnlichen Form gerade wieder da ist. Bloß schlechter, weil schlechtere Spiele. Nicht nur, dass ich auf dem Post, dass es sich verzögert hat, weil es gerade ausverkauft war. Moment. Wer seid ihr? Ich bin Hawkeye, der Verteidiger der Wüste. Verteidiger einer Wüste? Ich werde die Banditen vertreiben. Gäste sollten nicht kämpfen müssen. Bitte wartet. Gäste? Okay. Okay, Berserker. Relativ gute Werte. Ich werde ihn trotzdem nicht verwenden. Er ist nämlich schon entwickelt. Banditen und Piraten werden zu Berserkern. Berserker sind quasi die Könige der Äxte. Aber, sagen wir so, den einzigen, den ich jemals in einem Team hatte, kurzzeitig war Largo in Teil 9. Und Largo aus Teil 9 ist das absolute Beispiel. So sollte man einen Charakter nicht machen. Gut, Arbeit und Meisteraxt, über die bin ich froh, die nehme ich gerne. Und ich werde mit ihm hier hinten ist ein Item vergraben, das einen Piraten zu einem Berserker machen würde. Ich habe zwar Dart nicht trainiert, aber ich werde ihn trotzdem machen. So, und wo war ich? Ach ja, ich habe mich über dieses Spiel aufgeregt. Genau, ich durfte elendig lange warten. Also, nun mit elendig lange meine ich wirklich mehrere Monate. Dann musste ich plötzlich den vollen Preis bezahlen, weil ein anderes Spiel aus dem Angebot meinte, mich gibt's nicht mehr, deswegen jetzt alles Normalpreis. Was man auch einem dem Kunden hätte vorher sagen können. Aber naja, wozu denn? Lynn, was ist denn heute los? Du bist ja richtig in Stimmung. Meine Stimmungskanone Lynn ist unterwegs. Ich habe dann bei der Post nicht mal nachfragen können. Einfacher Grund. Heute ist Krittag. Einfacher Grund, das war per Postbrief, also per Briefsendung. Dementsprechend kam es also hier nicht an. Ich hatte keine Info, ich hatte gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ja, das freut einen natürlich, wenn man 40 Euro plötzlich statt 13 für ein Spiel ausgegeben hat. Und hinzu kam dann noch, dass ich dann, aber das hat sich glücklicherweise eigentlich geklärt. Ich habe bei Amazon angerufen, die haben gesagt, ach so, wenn es verloren gegangen ist, tja, dann kriegen sie ein neues. Gut, akzeptiert, sage ich mal, da sage ich nicht nein. Problem. Ja, Problem. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist einfach, dass das Spiel erstmal always on ist. Das bin ich kein großer Fan von. Also beziehungsweise man kann es offline spielen, nachdem man es einmal online registriert hat. Ich bin trotzdem kein Fan von. Einfach aus dem Grund, mein Laptop ist gut, aber hat ein paar Macken. Eine davon ist, dass er es nicht so, dass er das Internet anscheinend nicht so geil findet. Beziehungsweise halt, wenn sowas kombiniert wird, teilweise kleine Probleme hat. Beziehungsweise große Probleme hat. Gut. Hector, versuche es und triff bitte. Ja, triff bitte. Ist ja und nicht wert bitte getroffen. Oh, verdammte Scheiße. Ich werde hier, glaube ich, gerade nichts sonderlich machen können und vermutlich die Mission jetzt zum fünften Mal anfangen dürfen. Oder er flieht. Das geht natürlich auch. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, akzeptiert. So kann ich hier ein bisschen Erfahrung abgreifen. Und böse, böse Dunkelmagier killen. Luna. Luna ist ein relativ starker Zauber. Aber der praktischste Finsternis-Zauber ist Nosferatu.
Ach ja. Genau, und dann ein anderes Problem mit dem Spiel ist, es stürzt ständig ab. Ich habe die erste Mission gemacht, war auch sehr zufrieden damit, hat mir unglaublich gut gefallen. Ich liebe die Heroes-Reihe, die ist echt super. Und hat sich eigentlich auch stets gebessert, abgesehen vom vierten Teil, soweit ich weiß. Den habe ich nicht gespielt, ich habe 2, 3 und 5 gehabt. Oder den fünften habe ich immer noch, wo mein dritter hin ist, weiß ich nicht. Ja, ärgerlich, aber naja, was soll's. Guy. Ich wurde getroffen, aber es fühlt sich gut an. Diese Leute sind zu stark. Paul. So, Jasmin ist tot. Und die Prinzessin von Aladdin. Für die, die es nicht wussten, die sah so aus. Muskulös und mit Glatze. Ja, fast. Na, 3 Punkte. Vor allem wichtige Punkte. Bin ich zufrieden mit. So. Nur Mädchen, du gehst da lang. Und ich werde den Boss gerade möglichst umgehen. Einfacher Grund, ich will die Mission noch nicht abschließen. Ich werde sie hinauszögern. Bis zum letzten Auskost diesen Moloch. Nein, hier sind haufenweise Items versteckt und die will ich einfach haben. So, Priscilla kann ich gerade sehr gut an meinen Aktienkampf aufleveln, das gefällt mir. So, und... Gut, dann werde ich jetzt mal die ganzen Plätze absuchen. Den werde ich noch erledigen. Vielleicht reicht das bei Erk sogar schon, damit wir gleich mal die erste wirkliche Entwicklung sehen, weil Wallace zähle ich nicht dazu. Ich mag Wallace nicht. Nicht nur, dass er ein Ritter ist, was ja sowieso schon nicht so mein Bereich ist an Charakteren. Nein, er ist auch noch ein arroganter Ritter, der sich ein Siegel selbst reinstopft. Da vermisst man Teil 9, wo jeder Charakter durch den Helden aufgebessert wurde. Ah, das hattest du also vor. Ha 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 ha. Okay, wäre ich getroffen worden, hätte er sich gedacht. Ha 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 ha. Nee. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich das jetzt so alles so verwirrt zwischen, ich lese das vor, ich mache mich über Charaktere lustig und, ich rede über Heroes oder mein Problem mit Heroes. Ich hätte eigentlich wahrscheinlich das ganze Wochenende Heroes gespielt. Beziehungsweise kurz mal Lost Odyssey oder so kurz reingelegt und oder einen Film reingelegt. Aber halt grundlegend wäre das schon so meine Wochenendeunterhaltung gewesen. Aber halt, wenn es immer abstürzt, man dazu noch Internetprobleme kriegt und so weiter, sich der PC ständig aufhängt, tja, dann lässt man das eben. Kommentiere von Katrin Pirat. Nicht ihr was? Ich passe ganz alleine auf das Haus auf. Ja! Wisst ihr, wie man so etwas macht? Man muss still sitzen und brav sein. Ja! Still sitzen, brav sein! Mein Hobby! Deswegen bin ich hier. Was macht ihr denn hier? Sucht ihr nach Schätzen? So wie der andere Mann? Lasst euch ein Geheimnis verraten. In der Nähe der großen Knochen liegt etwas Hübsches vergraben. Ich weiß viel über die Wüste. Sie sah so aus wie, hey, ich bin ein wichtiger Charakter. Vielleicht ist sie das tatsächlich. Werden wir sehen. So, du stürmst vor. Und du auch. So. Ja, ist gut. Ich gucke ja gleich auf mein Handy. So, das funktioniert. Fast. Aber vielleicht reicht es? Nein, natürlich. Nee, das reicht nicht. Aber das ist gut. Denn so kann Raven ein Level aufbessern. Er macht zwar fast keinen Schaden bei dem, aber wenn er nur ein KP hat, funktioniert das natürlich. Und so klausere ich mir hier Erfahrung zusammen. So, es liegt sowohl unter als auch oberhalb der Knochen was. Und hier unten liegt auch nochmal was. Ich würde das am liebsten alles haben. Vor allem hier auch nochmal 2 Items. Also noch 5 Stück. Und hier unten das, also 6 Stück. Und ich will sie haben. Ganz dringend. Also nicht alle davon sind so mega toll. Aber sagen wir mal so, sie sind praktisch für mich. Oder zudem ist es auch schön zu wissen, was so eine Mission bringt. Für euch.
falls ihr das Spiel auch mal selber spielt und euch es nicht nur bei mir anguckt oder schon mal gespielt habt und das vielleicht in der Mission so nicht kanntet, was ich bezweifle, aber bei den drei Leuten, die sich das hier ansehen, ist Red Monkey dabei und der wird die Futur-Toilette auch ziemlich kennen. Wieso sage ich die drei Leute, die sich anschauen? Ja, mehr Views haben die Teile meistens nicht. Schade drum, ist ein schönes Spiel, aber haben auch schon genug bessere Leute als ich gemacht, nehme ich an. Doch ja, Fire Emblem habe ich ziemlich oft gefunden. Gut. So. Eclipse gefunden. So, und ja, das funktioniert auch. Ich sollte vielleicht, eigentlich sollte ich mich um schwächere Einheiten kümmern, aber das Problem ist, ja, die Pegasus-Ritter sind ja eher Treffen und halten ein bisschen Magie aus und ja, sind ganz okay in ihrer Art. Die Weihenritter sind körperlich bis ins Blut. Und ja, das bedeutet leider auch, dass sie natürlich bei sowas große Probleme machen. So, meine beiden schnellen Schwertkämpfer ziehen mal nach unten. So, du gehst hier hin. Und der Rest kann eigentlich schon fast so stehen bleiben. Denn viel bringt tut's mir nicht, die hier zu bewegen an der Stelle. Denn Erk und Matthew werden zusammenbleiben. So kann Erk Matthew beschützen, Matthew kann die Sachen sammeln. Und was wollte ich sagen? Ach ja, und der Rest stürmt dann, sobald das geschehen ist, auf den Boss. Die beiden hier denken sich so, wir gehen mal nach unten und suchen dort ein sehr tolles und sehr wichtiges Item, nämlich den Lebensring, der hier irgendwo ist. Der erhöht die Konstitution und das ist wichtig. Äußerst wichtig sogar. Denn wenn man die Konstitution erhöht, kann man schwerere Waffen tragen. Was hilft das? Nun, es gibt gewisse Waffen, die sind verflucht schwer, aber gut. Und Raph haut einen Crit raus, das finde ich auch hart, aber gut. Und zu diesen Waffen gehört unter anderem eine Axt für Hector, die super gut ist, aber nun mal verflucht schwer. Und damit sie ihn nicht zu sehr stört, gibt man ihm einfach denn diesen Ring. Und wieso benutze ich Pflege für einen Kaffee? Na gut, ich kriege ja nochmal Stäbe. Gut, und du stürmst auch da lang. Gut. Der hat das auch nicht mehr. Hat hier einer einen, ja, du hast ein Heilmittel. Tut mir leid, wenn ich die Mission so künstlich strecke. Ich will hier jetzt nicht irgendwie mit Absicht mega lange Videos machen, auch wenn man das vielleicht vermuten könnte. Hier, nimm erstmal einen Donner. Denn gleich habe ich ja genau. Ein Platz mehr im Inventar. Herzlich willkommen, Weiser Erk. Gut. Stimmt ja. Die Weisen haben hier Stäbe. Das habe ich glatt vergessen. Ernsthaft. Das ist natürlich super praktisch, weil wenn man sich mal den Magiewert vom guten Erk anguckt, gibt er auch einen bombastischen Heiler ab. Das heißt, ja, Sarah, nein, ich will das jetzt nicht laut aussprechen, denn das wäre unhöflich. Aber, es gibt keinen Grund mehr für dich ins Team zu kommen. Gibt es tatsächlich nicht. Meffi. Crystal Meffi. Oh ja, der Witz war schlecht, ich weiß, das müsst ihr mir nicht sagen, aber er kommt einfach so raus. Filas Macht ist ein Ring für die gute, gutste, wie heißt gleich? Ninjan. Genau, für die. Die meine ich. Der den Vorteil hat, sie erhöht Angriffskraft. Kann man natürlich gebrauchen. Ah, die Waisenanimation ist schon ziemlich geil. Muss ich mal zugeben. Und Wackerflux machst du da gar keinen Schaden.
Gut, jetzt muss ich natürlich hoffen, dass der gute Matthew nicht drauf geht. Das wäre nicht so schön für mich. Ich finde es schon geil, dass die total leichten Charaktere hier solche Probleme kriegen. Gut, dann werde ich hier unten einfach noch ein bisschen mit den anderen langziehen. Einfach, um die mal zu bewegen. Und ihr beide dort. Könnte dort langsam mal das verdammte Item finden, ganz ehrlich. Das regt einen schon langsam auf. Denn ich will nicht nochmal komplett die komplette Karte zurückheizen. Oh. Es ist jedes Mal, wenn man so Schaden im zweistelligen Bereich sieht, bei so wenigen KP, bleibt einem immer das Herz stehen, finde ich. Aber Matthew zeigt heute mal, was er kann. Also, das freut mich auch. Und der war sogar ziemlich blöd, der Freund. Crit. Ich finde die Crit-Animation vom Dieb einfach mal zu geil, wenn ich ehrlich bin. Dieses in der Luft und dann erst vor dem Gegner nochmal drehen. Hab was. Und Junge, du brauchst Fähigkeit. Du brauchst ganz dringend Fähigkeit. So. Ich muss versuchen, weil ich kann hier nicht zwei gleichzeitig ausschalten. Und sonst kassiere ich halt einfach so einen Angriff und das muss ja auch nicht sein. Heilige Scheiße. Matthew, ich liebe dich heute. Du rettest mir gerade diese Mission. Ganz ehrlich, also so gut, das hätte ich nicht erwartet. So. Auch wenn Erk jetzt natürlich total overtrained ist und viel Bein zeigt. Hey Ladies, guckt ihn euch an. Er ist ungefähr 1,60 groß, hat lila Haare und liest gerne Bücher mit obskuren Texten, aus denen Flammenbälle schießen. Na gut, es gibt schlimmere Typen, würde ich behaupten. So. Gut. Ah. Krieg doch verdammt nochmal das Item. Bitte. So, dann schicke ich Rav noch mit runter, damit er da auch noch mithilft, dieses eine einzige Item zu holen, das ich nicht mehr dringend brauche. Es ist einfach bloß so, dieser Wunsch nach Vollständigkeit. Kennt ihr das im Spiel? Wenn er so wirklich denkt, ey, es lief alles so super. Genau, und dieses eine Ding fehlt. Das ist ärgerlich. Okay, hier fehlt ein bisschen mehr. Und ich habe da gerade auf die Fresse bekommen. Das finde ich nicht so schön. Hier fehlt ein bisschen mehr. Das ist das Problem. Es gibt Geheimshops. Die brauche ich die Karte. Ich habe weder die Karte noch einen von den Shops gefunden. Ich habe auch nicht vorher nachgeguckt, wo die sind. Dort kann man dann sowas wie Kriegerwaffen, Kritwaffen kaufen. Das ist natürlich unheimlich praktisch. Ich werde nochmal mit dem Monkey absprechen, wo das ist. Vielleicht wird er in einem Part dabei sein, wo so einer kommt. Vielleicht habe ich ja noch die Chance auf eins. So. Ach, es ist besser, Matthew sucht danach. Hat einer von euch auch noch? Ja. Lynn. Na, okay. Ja, das ist. Ich mache es jetzt super umständlich. Heilmittel. Geben. Matthew. Tausch. Heilmittel. Item. Bin. Verwenden. Umständlicher kann ich es gar nicht machen. Außer ich würde erst zu Merlinus zurückrennen. Das wäre die einzige Variante, wie ich das jetzt noch umständlicher hingekriegt hätte. Genau. Hier an dem Rand, was nicht so wellig ist, kann ich mich normal bewegen. So relativ. Deswegen, ich glaube, so komplett normal bewegen, weswegen natürlich einer auf dem Pferd durchaus vom Vorteil sein kann. Und es ist immer noch nicht zu finden. Irgendwo hier. Ganz kurz. Nein, nicht irgendwo. Da, ein Stück weiter oben. Okay. Gut.
Vielleicht haben wir nicht Glück. Geht mal nach oben. Ihr habt alle Schwerter. Das ist sehr gut für mich. Genau wie du. Du wirst auch dort oben denn gebraucht. An der Schwertfront. Die Schwertfront. Einfach. Axtkämpfer. Schwerter. Gut. Gegen Axt. Das Problem ist, er hat eine Meisteraxt. Das finde ich problematisch und besiegte Gegner, verbleibende ein. Ich habe gerade gedacht, Züge. Sind mir jetzt richtig in den Arsch gebissen. So, hier. Du hast Lebensring. Das ist das, was ich haben wollte. Den Lebensring wollte ich für Hector. Wie gesagt, er ist einfach gut für den Jungen. So. Und hier ist dieses große Skelett, was erwähnt wurde. Auf beiden Seiten liegt etwas. Und die bleiben hier so in der Reihe stehen. Und der Rest wird jetzt daraus bestehen, die Einheiten zu bewegen, die noch was finden können. So. Suche danach. Wie? Also da liegt ein Ding. Und das ist, so wie ich es mir vorstelle, nicht unbedingt so klein. Warum findet ihr es nicht? So, ihr stellt euch hier in praktischer V-Formation, in Häkchenformation auf. Und Fliege, du gehst weg. Böse Fliege. Böse Fliege. Fliegen bei einer Aufnahme, das ist nervig. So, denn ändert ihr die Formation einfach mal und bildet eine Gasse für den guten Matthew. Matthew ist ein behinderter Name, bin ich mal ehrlich. Das klingt einfach doof. Aber, ja, der Charakter ist trotzdem cool. Der Charakter kann nichts für seinen Namen, verdammt. Es ist wie bei Leuten, die Dörte heißen. Die können auch nichts für ihren Namen. Sie können trotzdem ätzend sein, aber sie können nichts für ihren Namen. Lichtlinge. Erfüllt von Lichtmagie. Genau, das ist eine lichtmagische Klinge. Lichtmagische, nicht magische Klinge. Lichtmagische Klingen gibt es viele. Gut, dann kann ich so langsam mich in Richtung Boss aufmachen mit meinen mächtigen 2 Schritten pro Person. Gut. Jetzt wird er sogar schon angegriffen. Gut. Och man. Ja, okay, wie gesagt, das Item unten kann ich eigentlich nicht wirklich gebrauchen. Deswegen geht das sogar okay, weil ich werde es nicht benutzen, im ganzen Spiel nicht. Aber es ist halt, wie gesagt, ärgerlich. Oh, 30% Treffer, okay. Whalen, gute Sache. Paul ist ziemlich heftig, wie ich das Gefühl habe. So. So. Domi. Er schafft es natürlich trotzdem dorthin. Und ganz ehrlich, wenn mir hier Raven jetzt wegstirbt, ist das so ärgerlich, das war ich gar nicht in Worte zu fassen. Puh. Gut, ich habe jetzt das Item dort unten, dort links vom Skelett gleich sicher. Und dann muss ich hier, klar Schiff machen. Heldenzierde. Die Heldenzierde brauche ich einfach. Denn es gibt noch 2 Charaktere, die ich damit entwickeln kann. Und ich habe im Moment nur eine. 3 Charaktere, die ich entwickeln kann damit. Und ich habe im Moment nur eine. Super. So. Lynn, zeig bitte, dass du es drauf hast. Irgendwann zeigst du, dass du nicht ganz behindert bist. Gut. Hector, retten. Ganz dringend retten. So, und meine letzten Schläge des Schnitters müssen es richten. Ja, geil. Super Ding. Ja, ich habe ihn dann auf die Brust gehauen. Ich kann nicht glauben, dass wir unterlegen sind, Bruder. Oh. Was für eine Tragödie, Jasmin. Mein Bruder Jasmin könnte echt der Titel von den neuen Siegfried und Roy sein. Gut.
Ich weiß nicht, ob ich die 700 EP geschafft habe. Ich bezweifle sogar. Gut, aber jetzt mache ich die Mission 100 Pro nicht nochmal, denn das ging mir jetzt gehörig auf die Nerven. Gut. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank. Wir konnten einen solch einseitigen Kampf nicht zulassen. Das ist alles. Warum seid ihr in dieses öde Land gekommen? Nun, uns wurde gesagt, wir sollten hierher kommen, um eine lebende Legende zu treffen. Lebende Legende? Ich verstehe. Das ist gut ausgedrückt. Aber wisst ihr auch, was es zu bedeuten hat? Ja, ich glaube, das tue ich. Es scheint, als hätten wir ein gemeinsames Reiseziel. Hawkeye, ihr seid auch hier? Pent habt ihr gefunden. Pent, habt ihr es gefunden? Das habe ich in der Tat. Und wie ich es mir dachte, ist es einfach spektakulär. Es wird dunkel. Lass uns zurückkehren. Hawkeye ist, glaube ich, der einzige Charakter, der so vom Nacken her mit Dorcas mithalten kann. Ja, wir sollten schnell machen. Wüstennächte sind trügerisch. Oh, nun gut. Questbeginn. Ich habe es tatsächlich geschafft. Oh, danke nach 4 Versuchen. Oh, das ist mir jetzt das Ozeanwappen, wie es übrigens, so wie ich es jetzt gelesen habe, heißt. Oh. Herzlich egal. Wir werden uns das nächste Mal an der Stelle wiedersehen. Auch wenn danach der Speicherpunkt kommt, das ist mir egal. Und bis dahin, ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt nicht so motiviert beim Moderieren war. Das tut mir wirklich leid. Und ich hoffe, ihr schaut euch auch ein paar von unseren anderen Videos an und habt viel Spaß bei allem, was ihr auch sonst so tut. Bis demnächst. Gehabt euch wohl. Euer Sandy. Und ich glaube, die wollen nicht, dass Dorcas hier auch nur ein bisschen grünen Zweig sieht. Und gehen deswegen... Nee, oder? Leute, das war jetzt nicht euer Ernst. Das hätte niemand überlebt. Niemand. Es waren gerade echt zu viele. Viel zu viele. Okay. Ihr habt das ja denn. Ihr habt ja schon gesehen, wie es richtig geht. So nicht. Mal gucken, wie die. Ja. Das hätte ich wissen müssen. Lord Raymond. Also ich sag so, ich hab's kommen sehen. Es ist trotzdem ärgerlich. Und ja, ich werde jetzt. Nochmal weitermachen.